Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer weiteren Folge von Minecraft Angezockt. Ja, und da waren wir auch ganz lang nicht mehr im Geschehen. Wir sind unverkennbar, diesmal nicht in einer normalen Welt, sondern in einer Skygrid-Welt. Und das ist Hückens Modded Skygrid oder Hückens Skygrid, wie auch immer. Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher mit der Namensfindung und generell auch nicht mit der Modliste. Deswegen ist es heute mal ein ganz klein wenig ein anderes angezockt. Aber wir gehen heute mal in die Richtung Playtesting. Und wir testen kein fertiges Modpack, sondern einfach eins, was sich in Entwicklung befindet. Das habe ich mal kurz zusammengeklöppelt. War jetzt wirklich nicht so viel Arbeit, aber es macht schon viel her. Man muss halt einfach nur die richtige Idee haben. Und es gibt eine relativ unbekannte Skygrid-Modifikation seit irgendwie Frühjahr 2019. Hat nur ein paar tausend Downloads. Und greift das Konzept von damals einfach auf, von 1.10. Da gab es ja das Dark Grid Modpack. Und ich habe mir gedacht, warum hat man das so selten gespielt? Und das ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären, wenn man mal drauf gekommen ist. Nämlich, man wird einfach komplett bescheuert in der Birne, wenn man das auf Normal hat. Wir haben nämlich jetzt hier auf Tiny. Dann gucken wir mal hier bei Normal. Da können wir gerade mal stellen hier. So. Und spätestens hier gehen die FPS in die Knie und man wird einfach komplett bescheuert. Alter. Es sieht zwar interessant aus, aber man wird ja komplett irre, wenn man sich hier rumbewegt und so weiter. Überall schwirren hier diese Blöcke rum. Man wird echt komplett irre und um das ein bisschen einzudämmen, sollte man echt, also ich habe mal auf Short oder so, schon Tiny Plus ist auch schon gerade so an der Schmerzensgrenze. Hier bei Short wird man schon ein bisschen, ja, bei Short wird man schon ein bisschen bescheuert. Deswegen, um ein bisschen klaren Kopf zu behalten, sollte man echt auf Tiny spielen, wie doof es auch klingt, mit dem Fog und so weiter, wirkt doch ganz einladend. Und ja gut, dann lass uns einfach mal beginnen. Modliste stelle ich eventuell auch noch in die Beschreibung zur Verfügung. Hier müssen wir aufpassen mit dem Slime-Block. Der Sand ist runtergefallen. Das ist absolut bescheuert. Ich hatte das ja mal auf meinem englischen Kanal gemacht, um mich in meiner perfekten englischen Aussprache zu üben. Aber das habe ich jetzt zum Glück dann auch eher drangegeben. Naja, ich hätte dranbleiben müssen, damit das hier funktioniert. Ja, aber das hier auf jeden Fall mal was anderes. Und natürlich auch aktuell mit 1.12. Und wenn das Ganze halt auf neuere Version auch... oh nein, der Meister Hopper... adaptierbar ist auf neuere Version, würde ich das natürlich dann auch sehr gerne machen, um mal neue Mods auszuprobieren, hier mit Create und so weiter, wer es kennt, 1.14 bringt ja schon einiges jetzt hier mit und ja, hier sind so alle möglichen Sachen drauf, hier auch Botania und ganz viel Technik, was das Herz begehrt, also Technikmodifikation, komplett der Standard-Einheitsbrei, jetzt nichts Giganormes, wo man sich denkt, wow, was könnte das für eine Mod sein, weil es ja schon schwer genug wird hier durch dieses Konzept und da vorne sehe ich ein Crafting-Table und hier eine kleine Kiste. Da haben wir schon was drin und die haben alle Loot hier, die ganzen Sachen. Achso, die hatten wir schon. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist hier da drin. Und Lexica Botania, okay. Oh ja, und wie man auch schon sieht, nichts Wildes im Inventar, bis auf natürlich diese Tools. Die sollte man mal ansprechen. Super, super und Skyblock und Pretty Big Shear und so weiter. Die haben alle möglichen Arten von Eigenschaften. Das hier ist aber eigentlich nur eine Bratpfanne, die keinen Schaden macht und die böse Mobs und was weiß ich einfach nur nach hinten stößt. Hier, die kann nur Stein abbauen, die macht, glaube ich, nur Holz kaputt, also wirklich Holzstämme und die kann halt Blätter leicht zerstören. Und die sind halt wirkliche Billig-Tools, haben auch nur eine Attack-Damage und so weiter, gehen zwar nicht kaputt, ist halt einfach nur so, dass man besser vorankommt. So, da haben wir ein Crafting-Table, den zum Beispiel kann das auch noch nicht mehr abbauen, also das ist halt wirklich nur für ein paar Items gut. Ui. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt. So. Wunderbar. Haben wir schon eine Crafting Station. Ja, Tinkers Construct auch unverkennbar drauf. Darf nicht fehlen. Und diese Kiste, die ist schon ganz nett, aber lieber würde ich weiter hoch. Das ist schon ein Spawner. Was ist das für ein Tier? Resource Packs ja auch immer in der Beschreibung. Allerdings hier. Achso. Ja, ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie die Anordnung ist. Das ist die Anordnung aus Altipack, die ich mal hatte. Die ich sogar wirklich zuletzt hatte, glaube ich. Oh nein. Oh, shit, 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 shit. Ja, meine Jump'n'Run-Künste sind unverkennbar. Naja, aber nochmal halbwegs gut gegangen. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Crafting-Table. Ich weiß nicht genau, wie es mit Maschinenblöcken aussieht. Ich glaube, Tile-Entities spawnen hier aber nicht. Das wäre ein bisschen extrem. Ja, ich glaube, erstmal ist wirklich die Devise, Holz zu kriegen. Hier diese Rations gibt es auch als anfängliches Essen von Tinker Skyblock. Man kann sie aber nicht rechtsklicken zum Essen. Ich hab's auch schon mal in die Offhand getan. Rations 50 von 50, also 50 Noms. Ja, hat aber noch nichts gebracht. Vielleicht muss man da wirklich erst Essen reinlegen. Ich weiß es nicht. Sonst machen wir auch auf Peaceful, bevor wir hier verrecken. Aber wir schauen erstmal.
Mit bösen Monstern muss man hier allerdings nicht kämpfen, weil hier spawnen ja relativ wenige. Hier sind Iron Plates. Und meistens ist so der Werdegang einer Welt, dass man zuerst stirbt, bevor man wirklich zu was kommt. Ui, ach, schon mal Stone Age eingeläutet, ganz wichtig. Limestone, man findet halt hier von einzelnen Ressourcen relativ wenig, würden jetzt Hater sagen. man muss halt wirklich lang suchen. Hier so ein bisschen Erde und so weiter. Oh, da war sogar eine Botania-Blume drauf. Oh nein, das ist eine Cloud. Oh, alles in der Cloud hier. Cloud-Dienstleister. So. Da vorne ist Wasser. Das ist doch mal ganz nett. Wo fließt das Wasser? Aha, da oben kommt das her. Und da ist auch schon ein Grasblock. Oh, 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 oh. Alter, ich hasse ja... Oh, Scheißdreck, Alter. So, Potsol. Und dann können wir mal hier hoch. Jawohl. Ja, Wasser wird uns, glaube ich, behilflich sein. Natürlich direkt üben. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja Müll. Die Frage, kommen wir hier vernünftig dran? Ja, wir kommen vernünftig dran. Wunderbar, gut. Dann können wir hier schon mal eine... Also, irgendwann mal eine gute Plattform erstellen. Wir haben schon eine Crafting Station. Wir haben ja sogar die Pickaxe. Die können wir gebrauchen. Ja, also Holz ist natürlich wirklich scheiße. Können wir höchstens in den Ofen tun. Oh. Wir haben schon mal einen Höhlenspinnen-Spawner. Ich glaube, den werde ich aber dann eher abbauen. Oh, ist aber die Truhe auch schon gehabt? Ich weiß es nicht. Nee, hier waren wir noch nicht beim Wasser. Alter, es gibt hier so viel Unstrukturiertes. Aber ich glaube, wenn wir da mal irgendwo so den Anfang haben, der Anfang ist halt wirklich komplett Mindfuck. Überall sind hier alle Möglichkeiten auf einmal. Das ist halt wirklich absolut bescheuert, das Konzept. Aber allein weil es so verrückt ist. Okay, können wir den Apfel essen? Ach so, in der Toolstation. Ha. Den können wir nochmal fressen. Die Rationen aber nicht. Das ist ja merk- und würdig. Naja, mal gucken. Wir steigen da schon irgendwie hier hinter. Wie gesagt, das ist ein normales Angezockt-Konzept. Hier werde ich auf jeden Fall nicht elendig viel aufnehmen, sondern erstmal nur die drei Folgen. Und dann wird sich halt zeigen, ob ihr das mehr sehen wollt oder nicht. Aber meistens reicht es dann auch bei den drei Folgen. Also so, wie es die Erfahrung gezeigt hat. Dann war dann relativ der Andrang eigentlich schon nach Folge 1 so ein bisschen weg. Außer die, die es wirklich jetzt halt ziemlich gut fanden. Aber so wirklich eine Serie daraus ist ja eigentlich erstmal angezockt. Kaum... War das überhaupt schon so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tun wir aber hier erstmal Sachen hin, die wir nicht verlieren wollen. Hier, die sind eh soulbound, die kriegen wir immer wieder. Hier so Botania-Sachen. Auch hier diese Guides, alles ist alles für den Arsch. Rationen bringen uns ja aktuell auch noch nichts. Brot, alles mal sicherheitshalber da belassen. Weil der frühe Tod kommt sehr schnell. Betten können natürlich hier auch nicht spawnen. Da müssen wir uns irgendwie drauf verlassen, dass hier irgendwo ein paar Wollblöckchen sind. Aber die habe ich auch in Testwelten relativ wenig gesehen. Scheiß Lava da oben, Alter. Gar kein Interesse. Ja, jetzt haben wir natürlich klugerweise die Truhe da drauf gepackt. Aber wir können ja mal hier hingehen. Und wir können, glaube ich, hier... Ja, hier können wir auch schon Shift rechts klicken. Ist hier von Botania hier Garden of Glass. Ist ja ein Skyblock-Addon quasi für Botania, um das Ganze auch im Himmel spielen zu können. Nur weil ich halt jetzt normale Skyblock halt mittlerweile nicht mehr so hyper interessant finde. Also was wirklich auf so einem Baum im Void und so weiter, das hat man jetzt schon Ewigkeiten durchgemacht. Ach, da hat schon viele Pebbles gemacht. Ja, hier einfach eine Steinquelle. Ist also eine relativ einfache Cobblestone-Farm für den Anfang. Irgendwann falle ich hier runter, das sehe ich kommen. Also war ja eben noch nicht weit vom sicheren Tod. Obwohl es auch mal interessant wäre, das zu zeigen, weil man stirbt hier nicht einfach so kompromisslos, sondern man fällt erst in den Nether und hat eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass man ins Limbo fällt. Und Limbo besteht, glaube ich, nur aus Bedrock-Blöcken, aber jede Dimension ist auch so dämlich aufgebaut hier mit diesen einzelnen Blöcken. Also absolut spackig. Und da unten sehe ich einen Ofen. Uiuiui. Die Frage ist, haben wir irgendeine Art Bucket? Sieht alles so lustig hier aus. Skyroot, nee, ich hätte gerne, aber sonst einen Eimer. Natürlich, okay, ach. Nee, will not work. Es ist nur hier für die Form. Ein Bam-Bucket. Oh ne, aus dem Erebus. Der ist ja auch drauf. Aber einzig und allein nur deswegen, weil die Mod unterstützt wird von SkyGrid. Also der Erebus gibt es tatsächlich auch als dämliche Grid-Dimension. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier wirklich Monster spawnen. Aber diese Höhlenspinnen werden spawnen. Das ist halt der Müll. Aber naja, was soll's. Deswegen werde ich da erstmal keine Plattform hinbauen. Technik-Play ist auch wieder am Start. Wer da irgendwelche Lieder draus haben will oder generell die Technik-Playlist sich mal anhören möchte, der kann auch mal bei mir auf die Playlisten gucken. Was haben wir hier? Block of Copper.
Das sieht doch mal schmackhaft aus. Können wir damit natürlich auch nicht abbauen. Hiermit ja auch noch nicht mehr, weil das noch nicht mal Iron Level ist. Also die Dinger kann man echt in die Tonne kloppen. Würde ich sagen, produzieren wir nochmal ein paar Pflastersteine. Und machen mal wenigstens Steintools. Ach so, es war ein ganzes Stack. Ha. So, 18 Stück. Stellt euch vor. So, das klingt doch einladend. Gut, komm, dann brauchen wir jetzt nicht mal einfach mal ein bisschen Platz. Zweimal kommt es dann, okay. Ja, kann auch gerne sich verabschieden. Ja, die Tools sind echt komplett für den Arsch. So, alles klar. Hier haben wir Bedrock. Oh, guten Tag. Die hat nicht lang gelebt. Ja. Gut, er ist ja nicht... Ach du Scheiße. Da ist ja mehr drin, als man so denkt. Holy shit. Diese komischen Ender-Upgrades und das drehende Holzgear. Ja, das nehmen wir doch mal direkt mit. Arboreal Mechanical. Das ist bestimmt hier wegen Living Steel. Ne? Ach nee, Mana Steel ist es, ja. Dann kommt das mal ganz schnell in unsere Kiste. Music Disc. Shadow Step. Okay, alles super wichtig. Kohle auch schon, okay. Holz können wir mal. Ja, das können wir hier zum Bauen benutzen. Alter, auf den habe ich mal so original gar keinen Bock. Der ist auch nicht so wichtig. So, weg damit. Tschüss. Na, da war gerade der, ja genau, der Broken Spawner, aber der können wir auch drauf scheißen, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Brot, ja, sollten wir uns auch schon mitnehmen. Alles klar. Und wir haben tatsächlich nicht, ach doch, wir haben genug Holz, theoretisch für eine Doppelkiste. Lassen wir erstmal drin, alles ist erstmal wertvoll hier. Die Kiste ist ja leider Gottes hier so eine Spruce Chest. Sinnigerweise von Quark. So, wir sollten aber jetzt auch schon mehr oder weniger, wir werden uns ja mehr oder weniger auch hier niederlassen. Was war das denn? U, ne? Ja, genau, Xaeros Minimap. Ich bin ja echt kein Freund von Journey Map. Nennen wir es erstmal bescheidenerweise Plattform und nicht zu Hause. Ich glaube, das trifft es doch besser. So. Ach ja, hell ist ja wegen der Lava hier. Ja gut, aber umso besser. Wir sollten... Oh ja, hier ist auch wieder eine Werkbank. Zack. Einfach mal hier. Wir sollten hier auch generell mal einfach mal ein bisschen mehr Plattform machen, sonst wird man ja bescheuert hier. Wir haben ja theoretisch unendlich Pebbles, aber hier mit der Wasserquelle, die würde ich gerne beibehalten. Ja. Einfach, dass wir, sobald wir mal dann einen Eiseneimer haben, die Möglichkeit haben, hoch und runter zu gehen. Was wir uns auch unbedingt anschauen müssen, ist hier von Hooked. Wooden Hook. Ach du Scheiße, okay. Ja, das, da gehört ein bisschen was dazu. Iron Chain Link. A simple solution to escaping ditches and climbing trees, ja. C to fire hook. Jump to retract all hooks. Sneak. Ja gut, das kriege ich auch. Gibt es sogar als Baubel. Das ist auch lustig. Das ist auf jeden Fall hier so ein Hookshot. So ein Enterhaken. Und mit dem kann man echt sich gut fortbewegen. Jetzt sind wir schon wieder... Ja genau, wir haben ja alles verbraucht. Da mal wieder ein bisschen, bisschen Pebbles produzieren. So. So, das sollte jetzt erstmal wieder reichen. So, stimmt. Oh, ein Stack ist es noch nicht, aber passt ja wunderbar. So. Haben wir ein paar Blöcke. Da muss ich auch nicht auf meinen Jump'n'Run vertrauen, sondern kann hier einfach immer drei Stück hier zwischen platzieren. Obsidian natürlich. Okay, Oakwood, das können wir mitnehmen. So. Marble, ne. So. Okay, die lassen wir mal weg hier. Ja, genau. Sollten wir hier schon mal benutzen, hier für eine weitere Truhe. So. Sehr schön. Hey, die Truhe ist echt absolut für den Arsch. Ja, tut der Verlust dann auch nicht ganz so weh, wenn man es mal, wenn man mal runterfallen sollte. Was ist denn das da? Yellow Cave Crystal natürlich spawnt der. Oh, eine Sonnenblume. Jawohl. Glas. Gehen wir mal hoch zur Quelle allen Übels. Ach, das Slimeblock, Alter.
Oh, wenn wir natürlich hier irgendwo aus einem Blatt einen Setzling bekommen, das wäre natürlich heftig wäre das. Oh, okay. Immer ein Bottom Slap. Können wir theoretisch auch machen hier. Schade, aus irgendeinem muss doch was kommen hier. Angeschaltete Redstone-Lampe, warum nicht? Oh ja, und dann direkt ein Oak-Sapling. Das haut natürlich rein. Ja, das ist natürlich super. Dann mal runter zur Plattform. Dann wird die eigentlich sicher gestaltet hier. Eher nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Ach. So. Weg damit. So, oder würde ich mal sagen. Tada, ein Eichensetzling. Und das nervt mich da oben, Alter. Direkt, ja, das ist direkt da drüber. Oh, und hier sind nur Sachen, die fallen. Oh. Okay, dann müssen wir mal hier tricksen. Wir müssen halt echt aufpassen. Gar keinen Bock, dass das hier kaputt macht hier. Okay, so kann es mir nur schon nichts tun. Aber wir kommen hier nicht hoch, glaube ich. Alter Vater. Eine Wolke. Nee. So. Hoch genug. Und dann sagen wir, das hier. So, tschüss. Also man hätte zwar die Lava echt benutzen können noch für den ersten Eimer. Das wäre vielleicht, aber ich habe Angst, dass die sich irgendwann updatet und dann ist für den Arsch hier. Deswegen bloß weg mit der. Ja, noch nicht mal das kann das abbauen, Alter. Scheiß Tools. Und es wird wieder Tag, das ist doch schön. Hier dürfte man doch eigentlich auch twerken können, ne? Ja, ganz genau. Ah, das ist doch toll. An die Sachen habe ich zumindest dann schon gedacht. Weil die typischen Skyblock-Sachen hier auch nicht fehlen dürfen. Ui. Ach, der ist hier direkt ein Tree-Cutter. Lumberjack, lustig. Okay, aber dann hat man hier schon direkt... so, Alter. Dried Oak-Eckern. Kann man nicht pflanzen. Aber droppt der denn jetzt... Ach so, wir haben ja dann immer noch die Leaves, theoretisch. Ich dachte, er wird dann immer beides droppen, dann sowohl Leaves als auch... Ja. Also, ich hatte es in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Da bin ich echt auch nicht ganz up-to-date. Aber uns reicht ja theoretisch erstmal einer. Wunderbar, aber schon ein Baum. Das ist doch krass. So, schauen wir mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Cobblestone uns holen. Echt schon interessant, sonst in jedem Skyblock-Pack macht man überall alles mit diesen blöden Holzslabs und hier hat man einfach mehr Cobblestone. Obwohl ich auch wenig Packs mit hier diesem Garden of Glass hier gesehen habe, das mit von Botania, war der Hype natürlich auch mal größer. Spielen dann doch die meisten nicht mehr wirklich so. So. Haben wir hier eine tolle eingebaute Kiste, die holen wir uns aber später dann auch mal. So. Gut, alles klar. Da haben wir die Plattform jetzt schon ein bisschen ausgeweitet hier. Was sagen wir hier vorne noch? Sehr schön. Nicht mutig wäre, würde ich jetzt diese Kiste da holen, aber na. Ja, ein Eisen. Und noch ein Eisen. Okay, also es. Und noch ein Eisen. Theoretisch möglich. Also ich will unbedingt eine gute Möglichkeit haben, hoch und runter zu kommen. Mit dem Wassereimer werden wir, glaube ich, schon mal sehr gut bedient. Ja. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir hier irgendwo einen Eisenblock finden könnten, aber, da oben ist noch eine Kiste, Alter. Das ist natürlich heftig. Naja, das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich sammle dann noch ein paar Pebbles, baue die Plattform hier weiter aus und dann können wir mal gucken, was in der Kiste ist, weil du siehst ja echt nicht alles hier. Die ist aber auch so nah an unserer Basis. Lustig. Naja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es ist echt eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Oder echt relativ einzigartig. So kennt man das ja eigentlich nie von Minecraft. Aber ein komplett bescheuertes Prinzip. Und ja, ich denke mal doch netter Dreiteil aneinander durch. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft angezockt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.